Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei mir so war, dass ich einen Zeitpunkt hatte, wo ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich das gefunden und jetzt möchte ich auf die Bühne gehen. Mhm. Allerdings habe ich auch ein anderes Leben natürlich ein ganz anderes Leben geführt. Die Frage ist, du hast nicht in den, mein Vater war so jede Minute bei mir beim Üben dabei, für Jahrzehnte. Und hat so alt bist du noch nicht, dass es Jahrzehnte sind. Aber minutiös, nimm das Vibrato, nimm den Bogen, nimm diesen Fingersatz, mach dieses Glissando nicht, mach dieses Glissando. Das heißt, irgendwann mal bist du wie so gebrainwashed. Wie würdest du es überhaupt machen, wenn dir nicht jemand jede kleine Sache aufschreiben würde? Mhm. Ich glaube, das war bei mir, vielleicht hat man dir, ich hoffe, dass es der Fall ist und ich glaube, dass das bei dir auch der Fall war, sofern ich dich einschätzen kann. Du hattest da viel mehr Freiheiten, auch selber irgendwie was mit dem Stück zu machen. Bei mir war das sehr, sehr strikt. Aber dann hattest du das Gefühl, irgendwann mal jetzt, das ist mein Klang, damit möchte ich auf die Bühne gehen. Gab es diesen Moment oder suchst du das immer noch? Oh, das ist immer noch guck mal, jetzt habe ich dir ja vorher gesagt, ich fange jetzt mit Tschaikowski an und das habe ich echt lange nicht gespielt. Ich fange da echt immer wieder gerne von Null an. Neue Noten, nichts drin, dass man wirklich wieder sagt, okay, ich vergesse alles, was ich vorher mit dem Konzert gemacht habe. Ich gucke mir nochmal, soweit es möglich ist, den Urtext an, gucke, dass die Bindungen, ich spiele das einfach mal so durch und dann korrigiere ich sicherlich ein paar Sachen, die halt nicht mehr so spieltechnisch auch für den Sound gegen das Orchester funktionieren. Aber ich suche dann immer von Null wieder das Stück. Mhm. Ich habe auf deinem Konzertplan gesehen, dass auf deiner Website zumindest ist es so geschrieben, dass du ziemlich streng teilst. Jetzt machst du 2 Monate nur Klassikkonzerte und dann hast du eine ziemlich lange Auszeit oder Freizeit oder was auch immer du da tust. Vorbereiten ein paar Sachen. Und dann machst du wieder Crossover. Ja. Brauchst du das oder willst du das so haben oder ergibt sich das von selber? Oder? Ja, das Problem ist ein bisschen, weil ich habe sehr, sehr lange Zeit dann mal 10 Konzerte Klassik, 2 Crossover zwischendrin und dann war mir das immer auch rein, ich musste dann immer 2 Geigen mitnehmen, weil das Crossover mache ich nicht auf der Strat. Ach, das wollte ich auch fragen, auf welcher Geige machst du das? Klassische Konzerte auf der Stradivari und dann habe ich eine französische Geige für Crossover-Konzerte. Allein schon an der Produktion, wenn da so eine Pyro hochgeht, das ist mir dann ein zu großes Investment mit dem Instrument. Mhm. Dementsprechend habe ich dann so eine Bernadette Peer oder sowas, mit dem ich Kosovo spiele. Brauchst ja dann auch nichts anderes. Ich habe deinen Film auch gesehen über Paganini. Und ich fand das... Ach, du hast die Karte gekauft. Ich habe eine Karte gekauft. Okay, muss ein bisschen. Und ich muss sagen, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war tatsächlich der ganze musikalische Bereich. Dankeschön. Es war für mich eine Wohltat, einen Film zu sehen, wo das Geigespielen funktioniert, wo das auf hohem Niveau ist, wo der Paganini so gespielt, wie er gespielt werden soll. Ich fand übrigens die Orchestrierung von der 14. Caprice absolut genial. Wer auch immer die weitergemacht hat, du oder wer auch immer. Ich habe zusammen mit Frank van der Heijden gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du das gerne weitergibst. Ich werde das. Wieso wolltest du selber auch Paganini darstellen? Wie hätte man es sonst technisch machen können? Also man hätte vielleicht nur die Hände, aber das haben die ja damals auch bei dem Film mit, war das nicht mit Kinski, haben die ja Accardo die Hände machen lassen. Und da siehst du schon am Instrument, dass diese Aluminium umspannten Saiten sind, dass der plötzlich ein Tuch drüber hat. Sieht alles nicht authentisch aus. Für mich war ganz, ganz wichtig bei der Produktion, dass wir alle Darmsaiten im Orchester haben, also dass es auch keinen Kinnhalter gibt in dem Sinne, dass es auch kein Feinstimmer auf dem Instrument dran war. Du hast jetzt alles auf Darmsaiten gespielt? Das habe ich gar nicht realisiert. Alles auf Darmsaiten gemacht. Mit dem Flageolet? Mit dem Flageolet. Sauber. Ja, danke schön. Respekt. Warum Paganini eigentlich? Warum hast du nicht, also du hast ja jetzt auch eine Kreisler-CD, Kreisler-Album und so, warum denn nicht Kreisler? Weil Paganini natürlich von der Geschichte her so viele Mythen und Legenden gibt es über die Person. Natürlich kann man über Kreisler auch einen Film machen, der sicherlich auch interessant ist, aber ich fand eigentlich Paganini so als ersten bedeutenden Geiger. Es war wirklich der allererste, der diese Präsenz auch in den Medien gehabt hat mit seinem Instrument und dieser Zusammenhang mit dem Teufel und dieses Diabolische. Ich fand, das ist ja, seit Jahrhunderten ist doch jeder davon fasziniert. Deswegen eigentlich, wenn man einen Geiger spielt, dann Paganini.